Auch ohne Foto sehe ich sie. Annie Duchesne. Am frühen Nachmittag des 14. August in S aus dem Zug aus Rouen steigen. Ihr Haar ist zu einem straffen, länglichen Knoten zurückgebunden. Sie hat eine dicke Brille auf, die ihre Augen kleiner macht, aber ohne würde sie alles nur verschwommen sehen. Sie trägt einen marineblauen Dreiviertelmantel, einen 2 Jahre alten, ehemals beigen Lodenmantel, gekürzt und gefärbt, einen gerade geschnittenen Tweedrock, auch eher aus einem anderen Rock geschneidert, und einen Ringelpulli. In der einen Hand hält sie einen grauen Koffer, der vor 6 Jahren für eine Reise nach Lod mit ihrem Vater neu angeschafft und seitdem nicht mehr benutzt worden ist. In der anderen eine große blau-weiße Kunstlederhandtasche, die sie in der Woche zuvor auf dem Markt von Yves To gekauft hat. Der Regen, der die ganze Fahrt über an die Scheibe gepeitscht hat, hat aufgehört. Die Sonne scheint. Er ist heiß in dem Lodenmantel und dem Winterrock. Ich sehe ein Kleinstadtmädchen aus der Mittelschicht. Groß und kräftig, die wie eine brave Schülerin aussieht und mit handgeschneiderten Kleidern aus robustem, hochwertigem Stoff unterwegs ist. Was über sie sagen, was auswählen, das sie ganz und gar erfasst. Genauso wie sie damals war, an diesem Augustnachmittag unter dem wechselhaften Himmel im Departement Orne, als sie noch nicht wusste, was 3 Tage später für immer hinter ihr liegen würde. In diesem Moment ohne Tiefe, der seit 50 Jahren vergangen ist. Was mir spontan einfällt, alles in ihr ist Begehren und Stolz. Und sie kann es kaum erwarten, eine Liebesgeschichte zu erleben. Ich habe Lust, es dabei zu belassen, als müsste nichts weiter gesagt werden, als wüsste man so genug, um alles Weitere zu verstehen. Doch das wäre eine romanhafte Illusion, die treffende Beschreibung einer fiktiven Heldin. Damit darf man sich nicht begnügen. Man muss das Terrain abstecken, das soziale, familiäre, sexuelle, auf dem ihr Begehren und ihr Stolz, ihre Erwartungen gedeihen, muss nach den Ursachen ihres Stolzes und den Hintergründen ihrer Träume fragen. Die Liste der Dinge, die sie nicht kennt, ist endlos. Sie weiß nicht, wie man telefoniert, hat noch nie geduscht oder gebadet. Sie hat keine Erfahrung mit anderen Milieus als dem ihren, einem einfachen Milieu bäuerlich-katholischer Prägung. Im Rückblick kommt sie mir linkisch vor, plump, wenn nicht sogar tölpelhaft und zutiefst verunsichert, was Sprache und gesellschaftliche Umgangsformen angeht. Am intensivsten lebt sie in den Büchern, die sie verschlingt, seit sie lesen kann. Aus ihnen und aus Frauenzeitschriften hat sie sich die Welt erschlossen. Seit 3 Tagen ist sie in der Kolonie. Es ist Samstagabend. Die Kinder liegen in den Schlafsälen in ihren Betten. Ich sehe sie, wie später noch dutzende Male, mit ihrer Zimmergenossin die Treppen hinunterlaufen. Sie ist in extremer Aufregung. Es ist ihre erste Party. Ich weiß nicht mehr, ob schon Musik lief, als die beiden in dem Keller ankamen, der in einem Nebengebäude lag. Vielleicht unter der Krankenstation oder einem anderen Raum. Auch nicht mehr, ob er schon da war.
ob er einer von denen war, die sich um den Plattenspieler drängten und die Musik auswählten. Sicher ist nur, dass er der Erste war, der sie zum Tanz aufgefordert hatte. Ein Rock'n'Roll. Es ist ihr peinlich, wie schlecht sie tanzt. Womöglich hat sie es ihm gesagt, um sich zu entschuldigen. Sie wirbelt mit großen Schritten um ihn herum, geführt von seinem Griff. Die Sandalen machen Klack-Klack auf dem Betonboden. Sie ist aufgewühlt, weil er sie unverwandt anstarrt, während er sie eine Drehung nach der anderen machen lässt. Noch nie hat sie jemand mit so schweren Augen angeschaut. Er, das ist H., der Chefbetreuer. Er ist groß, blond, breitschultrig, mit kleinem Bauch. Sie fragt sich nicht, ob er ihr gefällt, ob sie ihn schön findet. Er wirkt kaum älter als die anderen Betreuer, aber für sie ist er kein Junge mehr, sondern ein richtiger Mann. Wegen seiner Stellung, nicht wegen seines Alters. Nicht eine Sekunde lang hätte sie gedacht, dass er sich für sie interessieren könnte. Sie ist perplex. Beim Tanzen weicht er zur Wand zurück und hört dabei nicht auf, sie anzustarren. Das Licht geht aus. Er zieht sie abrupt an seine Brust und presst seinen Mund auf ihren. In der Dunkelheit wird laut protestiert, jemand macht das Licht wieder an. Ihr wird klar, dass er das war, der den Schalter betätigt hat. Sie empfindet eine wohlige Angst und kann ihm nicht in die Augen sehen. Sie weiß nicht, wie ihr geschieht. Er flüstert, gehen wir raus? Sie sagt, ja, vor allen anderen können sie sich nicht küssen. Sie sind draußen, laufen eng umschlungen an den Mauern des Sanatoriums entlang. Es ist kalt. In der Nähe des Speisesaals, vor dem dunklen Park, drückt er sie gegen die Mauer, reibt sich an ihr. Sie spürt seinen Penis durch ihre Jeans an ihrem Bauch. Es geht ihr zu schnell. Sie ist nicht bereit für diese Geschwindigkeit, diese Gier. Sie spürt nichts. Sie lässt sich von seinem Begehren unterwerfen. Dem unbeherrschten, wilden Begehren eines Mannes, das nichts zu tun hat mit dem langsamen, behutsamen Flirt, den sie im Frühling erlebt hat. Sie fragt nicht, wohin sie gehen. Wann wird ihr klar, dass er sie zu den Zimmern führt? Vielleicht hat er es ihr gesagt. Sie sind im Zimmer. Im Dunkeln. Sie sieht nicht, was er tut. In diesem Moment glaubt sie immer noch, dass sie sich auf dem Bett weiter küssen und durch die Kleidung hindurch streicheln werden. Er sagt, sieh dich aus. Seit er sie zum Tanzen aufgefordert hat, hat sie alles getan, was er von ihr wollte. Zwischen dem, was passiert und dem, was sie tut, gibt es keinen Unterschied. Sie legt sich neben ihn auf das schmale Bett. Nackt. Sie hat keine Zeit, sich an seine absolute Nacktheit zu gewöhnen, an seinen nackten Männerkörper. Sie spürt sofort die Größe und Härte seines Glieds, das er ihr zwischen die Beine schiebt. Er versucht, in sie einzudringen. Es tut ihr weh. Sie sagt, dass sie noch Jungfrau ist, als Verteidigung oder Erklärung. Sie schreit. Er beschwert sich. Es wäre mir lieber, du würdest vor Lust schreien. Sie wäre gern woanders, aber sie bleibt. Ihr ist kalt. Sie könnte aufstehen, das Licht anmachen und ihm sagen, er solle sich anziehen und verschwinden. Oder sich selbst anziehen, ihn dort zurücklassen und wieder auf die Party gehen. Sie hätte das tun können. Ich weiß, dass sie nicht auf die Idee gekommen ist. Als wäre es zu spät, es sich jetzt noch anders zu überlegen.
als müssten die Dinge ihren Lauf nehmen. Als hätte sie nicht das Recht, diesen Mann in dem Zustand zurückzulassen, den sie in ihm ausgelöst hat. Mit dieser rasenden Lust. Für sie ist es unvorstellbar, dass er sie nicht unter all den anderen ausgesucht hat. Auserwählt. Die Fortsetzung läuft ab wie in einem Pornofilm, in dem der Mann den Takt vorgibt und seine Partnerin nicht weiß, was sie tun soll, weil sie keine Ahnung hat, was als nächstes kommt. Er allein ist Herr der Situation. Er ist ihr immer einen Schritt voraus. Er schiebt sie nach unten in Richtung seines Bauches, steckt ihr seinen Schwanz in den Mund. Sofort schwappt ihr ein fetter Schwall Sperma entgegen, spritzt ihr in die Nasenlöcher. Es sind keine 5 Minuten vergangen, seit sie das Zimmer betreten haben. In meiner Erinnerung kann ich kein Gefühl finden, geschweige denn einen Gedanken. Das Mädchen auf dem Bett nimmt an dem Geschehen teil. Mit ihr passiert etwas, was sie eine Stunde zuvor nicht für möglich gehalten hätte, mir nicht. Sie hat jeden Willen aufgegeben, ist ganz in seiner Erfahrung als Mann. Sie macht nur, wozu er Lust hat. Sie unterwirft sich nicht ihm, sondern einem universellen Gesetz, dem Gesetz der wilden Männlichkeit, dem sie früher oder später begegnen musste. Und wenn dieses Gesetz brutal und dreckig ist, dann ist es eben so. Ich weiß nicht, ob ihr da schon der Gedanke kam, dass es eine Liebesnacht war. Ihre erste. Zum ersten Mal empfinde ich beim Schreiben über die Nacht vom 16. auf den 17. August 1958 tiefe Befriedigung. Mir scheint, dass ich der Wirklichkeit nicht näher kommen könnte. Sie war weder schrecklich noch beschämt. Sie war nur Gehorsamkeit gegenüber dem, was geschah. Und die Tatsache, dass das, was geschah, nichts bedeutete. Ich kann nicht weitergehen bei dieser bewussten Reise in mein gerade 18-jähriges Ich.